Sattele, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge City Skylines 2. Es ist ja jetzt schon ein bisschen ins Land gezogen, das Spiel, ne? Und ja, am Anfang lief es ja überhaupt nicht bei mir hier, man sieht das immer, diese Sprünge. Ich habe die jetzt immer noch leicht, habe aber mal mittlerweile mir so einen Guide angeguckt und das Ganze sauber eingestellt. Hab gesehen, es kommen jetzt so langsam die ersten Mods, auch ohne Paradox Plaza oder wie das heißt, ne? Kann man auch selber installieren. Unter anderem das hier. Das ist eine Mod-Karte. Das ist keine von den Originalen. Ja? Deswegen habe ich mir gesagt, komm, wir versuchen es nochmal. Ja? Machen einfach eine neue Stadt hier. Gucken, wie weit wir kommen. Wollen Spaß haben. Ne? Und dann schauen wir, was das Ganze gibt. Untergrund, jetzt muss ich natürlich wieder gucken. Ich bin hier... nicht das ebnen? Ich will das einfach nur ebnen. Pinselgröße... Weil hier haben wir ja schon so einen kleinen Knick. Das ist, gefällt mir jetzt nicht so. Kann man den hier irgendwie... Aha, siehst du? Kann man... Muss dann aber auch wirklich der sein, ne? So, kostet das Geld? Nein. Ich muss das nur sauber machen. Ich will hier nur einen kleinen Bob-Bob haben. Und dann könnten wir da schon lang gehen. Jetzt haben wir natürlich nur das Problem. Ich weiß nicht, welche Straße das hier ist. Vierspurig, ne? Man merkt das, wenn das immer kurz steht und bihut nach vorne springt, ne? Ich habe hier ganz unten rechts klein eingeblendet die FPS jetzt von Steam. Lustigerweise grau auf grau, ja? Wenn es so steht, habe ich eigentlich immer 80, 90 FPS. Ich spiele auf Full HD mit einer 4070. Und zwischendurch, wenn das mal kurz so steht, dann bumm, hast du mal 20 FPS. Ist ein bisschen doof, aber können wir jetzt nicht ändern. Fußgängerstraße? Nein, ich glaube, die hier ist das, ne? Die müsste das sein, oder? Jo, siehst du? Die können wir jetzt einfach so, sagen wir mal, erstmal bis hier hinziehen und dann schauen wir mal. So, aber ich will halt mal ein bisschen mit euch hier wieder zocken und Spaß haben und dann schauen wir, wie weit das geht. So, wie weit kommen wir? Wer weiß, wer weiß. So, das heißt, am Anfang brauchen wir natürlich Häuser. Jetzt ist auch die Frage, wie kriegen wir alles hier drauf? Ne? Ich würde gerne direkt hierhin expandieren, dann können wir nämlich später... Ich finde die Map eigentlich recht schön. Du kannst hier so viele tolle Sachen machen. Da hinten fährt ein Schiff, wir müssen auch noch mal gucken, wo die Schiffe hingehen und so weiter. Wenn man sagt, hier drauf macht man eine Stadt, da hinten machen wir überall Stadt, das wird schon cool. Da vorne viele kleine Inseln, wo wir ein bisschen was hinpacken könnten. So, hier könnte man dann schon schön... Können wir eigentlich auch direkt geschwungen machen hier? Können wir, ne? Komplexe Kurve, durchgehend, eine endlose Serie an Kurven? Nein. Einfache Kurve würde, glaube ich, reichen, wenn wir das dann später hier mal so um den Berg drumherum bauen. Wir lassen den und bauen hier einfach so Straße drumherum. Könnte man machen. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen ihn komplett weg. Das bleibt ja uns überlassen. Erstmal würde ich jetzt gerne hier so eine kleine urbane Straße dran machen. 90 Grad, einfach so. Gucken wir, was das gibt. Hier haben wir nämlich schon dasselbe. Siehst du, da war es gerade wieder. Das ist echt lustig. Dann fällt das auf 18, 20 FPS. Das will ich nicht. So, hier. Kleine Häuschen, ich will das aber selber machen. Nämlich von hier aus so. Die hier bitte. Und erstmal brauchen wir Strom. Strom, ich glaube, so ein kleines Kohlekraftwerk. Das können wir irgendwo hier hinten dran machen. Hier am Rand. So. Strom haben wir. Das müsste ja verbunden sein hier. Ja? Das hier müsste damit verbunden sein. Ist es. Das heißt, Strom müssten die haben. Fehlt nur Wasser. Das ist, glaube ich, nur, um es an den Starkstrom anzuschließen, damit wir die verkaufen können. Ja? So. Wasser und so weiter ist hier. Ich glaube, ein Wasserturm reicht erstmal. Für den Anfang, der dürfte hier auch Strom haben. Kennt man so typisch amerikanisch, ne? Wasserpumpstation, Grundwasser, moderne Pumpstation. Abwasserfluss brauchen wir auch ganz dringend. Haben wir nirgendwo Wasser hier? Ich glaube, nur hier haben wir Wasser, ne? Nur hier. Das ist natürlich... Die Kloake des Grauens. Sehr schön. Das hier ist der Tunnel. Der geht nämlich darüber. Das gefällt mir sehr gut. Guck bis da hinten hin und da kommt er raus. Deswegen möchte ich das hier haben später. Dann können wir hier Industrie hinpacken. Dann freuen die sich.
Hashtag not. So, von hier aus, so weiter dann schon mal. Wohlgemerkt, immer alles schön 180 Grad, ne? Obwohl, hier könnten wir das mal so machen. Und dann von hier aus wieder so lang. Dann kann das schon mal so dahin. Und hier können wir eine ganz kleine machen. Also man merkt es auch, ne? Es läuft jetzt wirklich flüssiger, muss man ganz ehrlich sagen. Nach dem Guide und dem bisschen Warten, es kamen ja einige Patches dazwischen. So, Wasser ist dran. Das Abwasser, Strom ist dran. Ist angeschlossen hier? Nein, ne? Ich dachte, es wäre angeschlossen. Zu dem hier? Oder geht das jetzt wieder nicht? Ach komm. Bitte, jetzt erzähl mir nicht, das geht nicht. You're back with Second Moon Radio. Your second. Kann ich den versetzen? Zusätzliches Klärbecken, chemische Reinigung, interessiert mich alles nicht. Ich will ihn versetzen. Deaktivieren, verlagern. So dran geht. Geht immer noch hier rein? Perfekt, dann müsste es ja jetzt funktionieren. Ne? Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber solange es funktioniert, lassen wir das so, würde ich sagen. Wir machen mal ein bisschen schneller, dass die Leute hier arbeiten können. Die wunderschöne Bucht tun wir natürlich direkt verschmutzen hier. Wir kennen es. Lecker. Wunderbar. Amselstraße. Wir können hier übrigens auch wieder einen Straßennamen vergeben. Also, wenn du Bock hast, eine Straße zu sein, dann melde dich in den Kommentaren. So, die kleine Straße, auf dass wir wieder Chaos kriegen hier. So, nein, einen daneben noch. So, das wäre ganz gut. Schön zu. Schön zu. Sowieso alles nur provisorisch hier, keine Angst. So, dann machen wir hier noch ein paar Häuser hin. War das jetzt bis hier oder bis da? Das werden Häuser, das werden Häuser. Sehr schön. Und hier hinten könnten wir ein bisschen Stinkeindustrie machen. Dass sie was zu arbeiten haben, weil noch haben wir ja keinen Platz hier. So. Mal gucken. Wir gucken einfach, wie es wird. So. Und ich freue mich echt drauf, wenn es dann die ganzen Mods gibt demnächst. Ne? Das wird so schön. Ich hoffe, das Spiel wird wirklich noch sehr, sehr performant. Und dass die gemoddeten Gebäude und so weiter richtig schön aussehen. Weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist natürlich eine sehr, sehr große Verbesserung gegenüber dem ersten Teil. Aber auch hier, wenn ich hier einfach nur überall den Rasen sehe, oder hier die Einfahrten, ja, bisschen lieblos, da ist nichts drauf, gar nichts. Oder habe ich noch nicht alles gesehen und das kommt noch? Weiß es nicht. Erweiterungskapazität übersteigt unseren Eigenbedarf, weshalb wir über... Ich würde das gerne lesen. Unsere Nachbarn verkaufen können. Nee, ich will nichts verkaufen. Ich will das behalten, weil ich genau weiß, wir brauchen das selber. So, oder hier die Baustelle, ne? Guck mal. Einfach platter Boden mit einem Kran drin. Wenn man hier jetzt wirklich sehen würde, dass gearbeitet wird, dass langsam so ein Gebäude hochkommt, dass, ja. Ne? Dass man da, keine Ahnung, einen Zementmischer sieht, Leute, die arbeiten, ein bisschen gewuselt wird. Das wäre schon geil. Das wäre richtig geil. Und ich bin mal gespannt, wie viel FPS das Ganze hier hat, wenn wir eine größere Stadt haben. Dann werden wir schauen. Leopförtner, ah ja. Wunderbar mildes Wetter. Perfekt für einen Ausflug nach Hashtag draußen. Junge, Junge, Junge. Der Chirper wieder. Den müssen wir auch ausschalten. So, wir brauchen noch was Gewerbe hier, sehe ich. Können wir hier neben machen. Da. Industrie brauchen wir auch noch ein klein bisschen hier hinten. Machen wir so hier hin. Gucken, ob das reicht. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Almost Meat. Wir haben was in Breitstraße 235. Kann ich eigentlich draufklicken, dass ich sehe, wo das ist? Tatsache, hier. Na geil. Das ist eine coole. Das ist ein cooles, eine coole Sache. Gefällt mir.
Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. So. Das läuft, das läuft, das läuft. Hier weg. Gefolgte Bürger. Aha. Ah, da kann ich denen folgen. Gucken, was die machen. Ne? Event-Tagebuch. Was haben wir hier? Das ist die Musik. Die kann einfach laufen. Das stört mich nicht. Wie Gewerbe braucht der denn, ey? Dann machen wir das hier an den Rand. Wir wollen ganz schön viel Gewerbe. Weißt du das? So machen wir das. Sehr gut. So. Schnell ist. Wir haben Juli 24. Sollte passen. Wasser haben wir. Können wir ja schon irgendwas machen. Wir müssen hier die Punkte vorher kriegen, ne? So war das. Kreisverkehr. Erweiterter Straßendienst. Wie viele Punkte haben wir denn? Gar keine, ne? Nö. Kostet 2 Punkte, 1 Punkt. Ich glaube, später werde ich sowieso alles einfach freischalten. Kann man ja auch einstellen in den Einstellungen. Dass man einfach alles freigeschaltet hat. Weil ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, ich will gerne alles bauen, weil ich will eine Stadt bauen. Ich will mich hier nicht entscheiden müssen. Ich will einfach alles bauen können. 630 von 750 Punkte. Was haben wir denn hier? 8000 von 100.000. Wow. Ach, das waren ja noch aus der alten Stadt, ne? Die ist auch noch da, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil ich die Map hier toll fand. Und es halt eine Map ist, die nicht jeder hat, weil es gibt ja nur eine Handvoll Maps, ne? So. Hier mal ein bisschen zu machen. Auch mal wieder Bevölkerung hier. Kann da hoch. So und so. Bitte ziehen Sie jetzt ein. Haben wir es. Gründen. Stadt heißt Wellingen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das so lassen sollen. Hier aber schon mal die kleine Straße weiterführen, ne? So. Zack. Zack. Dann könnte man hier wieder schön durch noch machen für die kleinen Häuser. Wir brauchen ja so viel. Machen wir das hier voll. Machen wir das hier voll. Da freuen die sich. So. Die kleine Stadt wird ganz groß. Juhu! Sehr schön. Was brauchen wir jetzt? Oh, Häuser gehen langsam runter. Gefällt mir, Industrie brauchen wir. Das ist das Problem, ne? Das ist das Problem. Und du kannst mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob dich das stört, dass das zwischendurch so steht. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht kann es daran liegen. Ich weiß nicht. Weißt du, ob dieses Spiel eher Grafikkarten- oder eher CPU-lastig ist? Weil im Moment jetzt meine Aufnahme mache ich in OBS und das übernimmt gerade halt die Grafikkarte. Auch das Aufnehmen. Ja, sprich NVENC H264, glaube ich, ist es. Statt X264 von der CPU. Sollte ich das vielleicht umstellen? Hast du da eine Ahnung? Wenn ja, schreib es gerne in die Kommentare. So, jetzt müssen wir schon unterscheiden zwischen mittlere Dichte und geringe Dichte. Ne? Die geringe Dichte ist noch am Bauen. Das dauert irgendwie Ewigkeiten hier. In Arbeit. 36% und auf einmal fertig. Okay. So, guck mal hier. Kann man auch umbenennen. Problem ist nur, ich glaube, wir bleiben bei Straßennamen für euch. Weil die bleiben, wenn hier das Haus abgerissen wird und neu gebaut. Dann bist du weg, ne? Das wäre ein bisschen doof. Das wäre ein bisschen doof. Wasserwerke. Ja, haben wir. Punkte haben wir auch hier 3, ne? Ah, ich kann Kacheln kaufen. Wo haben wir angefangen? Alter, wie viele sind das bitte hier? Es gibt übrigens irgendwie 512 Kacheln. Gibt's auch schon eine Mod. Wir können alles freischalten, wenn wir wollen. Wenn ich das so sehe, hast du, glaube ich, echt nur Platz hier. Oder hier, so für den Flughafen, ne? Müsste man mal schauen. 3, 6, 9 haben wir. Wir wollten ja darüber, ne? Aber das sind ganz schön viele Kacheln, die du kaufen musst. So, kaufen. Kaufen. Dann können wir nämlich auch eine Brücke darüber machen. Guck mal, die muss kaufen, die muss kaufen. Die können ja von alleine da rein. Obwohl, da bist du auch noch nicht dran, ne? Weil die Straße hört da auf. Kann man die auch noch kaufen? Kann ich kaufen. Könnte man provisorisch erstmal da anschließen. So, wie viel Geld haben wir? 878.000. Wir machen bestimmt fett Minus.
16.000 minus. Aber wir werden ja hier immer staatlich bezuschusst. So, eigentlich geht das. Hier noch ein bisschen Industry. So, kleines bisschen. Was haben die denn hier? Mangel an Arbeitskräften. Das kriegen wir jetzt gleich hin. Hier ist alles dreckig. Yay. Sehr schön. Sehr schön. So. Dann nehmen wir aber die Breite hier. Ihre Spurige. Was? Staatsbogenbrücke? Und dann hätte ich gerne. So. Und so. Warum darf ich die hier nicht bauen? Was ist da los? Überlappende Objekte. Ich habe noch nie eine Brücke gebaut hier. Geht das so? Ah, das ist nicht gut für die hier, oder was? Darf ich nicht wegen den Dingens, oder was? Höhenunterschied zu gering. Hang zu steil, überlappende Objekte im Wasser. Ja, es ist ja auch eine Brücke. So, aber wahrscheinlich wegen dem Dingens, ne? Kann ich nicht ein bisschen höher machen? Die hätten doch da durchkommen, oder? Nö. So. Nein. Da darf nichts drin. Entfernung zu gering. Überlappende Objekte. Das ist ja komisch. Was ist das hier? Große Brücke. Zwischen denen sich Verbindungswege erstrecken. Halten die schweren Trägerkabel zusammen. Die wiederum die Brücken. Fahrbahn tragen, okay. Wahrscheinlich ist das zu flach. Wetten wir, beziehungsweise, ne? Nicht hoch genug. Da brauchen wir bestimmt die große hier. Wetten wir? Dann können wir das hier auch wieder wegmachen. So, oder ich muss einfach noch lernen, wie das hier funktioniert. Ne? Ist ja nicht alles gleich. Ich würde sagen, dann warten wir lieber hier, bis wir noch einen Punkt haben. Dann können wir die Ecke auch noch kaufen. Dann müssen sie halt immer hier rausfahren und hier rüber hinkommen. So lange, bis wir eine große Brücke haben. So, die haben auch alle Mangel und empfinden nicht genügend Arbeitskräfte. Dann regeln wir das mal. Dann nehmen wir hier schon mal mittlere Häuser. So, gucken wir mal. Die wollen sie ja ganz dringend haben. Was da rauskommt, ich bin gespannt. Gucken wir mal. Ach ja. Sehr schön. Ich liebe City Skylines, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir auch nochmal den alten Teil spielen. Falls der noch irgendwen interessiert und alle nicht nur noch den zweiten Teil spielen. Da habe ich natürlich keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir schon hin. So, vielleicht ist ja gleich hier irgendwo eine. Ein Häuschen fertig, dass wir uns das mal angucken können. Und dann schauen wir mal. So, gebaut wird auf jeden Fall überall. Jetzt brauchen wir wieder Industrie. Industrie. Dann machen wir mal hier einen jetzt ab. Können wir das überhaupt? Ah, hier ist der Hügel überall, ne? Da ist überall Hügel. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the website on how to plan for these temporary events. This has been a zack local public service zack announcement. Schön quadratisch, praktisch gut. Wir kennen es, ne? Alserstraße. Haha. Aldrastraße oder wie das Ding heißt. So. Hui, nice. Ja, genau so meine ich das. Das ist halt so typisch amerikanisch hier, ne? Typisch amerikanisch. Da wird noch gebaut. Och, hier, guck mal. Hier könnten noch irgendwie Rohre rumliegen, Paletten voll mit Zementsäcken stehen. Da hinten arbeitet ein Zementmischer oder was weiß ich, ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Dann ist das einfach braun. Schade. So, auf der einen Seite wünsche ich mir sowas. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich schon ganz gut, dass es nicht angezeigt wird.
Weil ich glaube, wenn das noch überall mit angezeigt werden würde und berechnet, dann wäre das Spiel, glaube ich, eine performance-technische Katastrophe. So, der Start war ja eh schon ein bisschen holprig und nicht so tolle, ne? Na, lass mal das lieber mal. Jetzt wollen sie wieder kleine. Können sie auch haben hier hinten, kein Problem. Dahin und hierhin. So. Spannend. Noch ein bisschen Gewerbe. Wie wär's? Es erstreckt sich schon ganz gut. Gefällt mir. So, unser. Jetzt haben wir überschüssigen Kapazitäten verkaufen können. Nein, ich will nichts verkaufen. Vergiss es. Es wird nichts verkauft. Ich behalte immer alles für mich. So. Bürgerzufriedenheit erweitert, Bevölkerung erhöht. Perfekt. So muss das sein. Werd hier größer, so dass wir vielleicht doch noch eine Brücke irgendwo bauen können. Das wäre super. Ab wann können wir denn die große Brücke bauen? Zweispurige Brücke mit Holzdach? Nein, danke. Fachwerk Bogenbrücke. Würde die vielleicht da drüber passen? Tippe mal auf Nein. Guck, da sagt er mir auch rot. Oder du musst einfach höher sein. Selbst da, nein. 50 Meter, nein. Nein. Ach, schön. Nein, also anscheinend geht wirklich nur eine große Brücke. Weil die sind ja immer rot. Kreisverkehre? Oh, nur einen kleinen. Gut, lassen wir das mal. Lassen wir das mal. Jetzt brauchen wir wieder ganz viel Gewerbe. Warum? Pling, pling. Gewerbe. Oho. Gewerbe. Dupdido. So. Haben wir hier irgendwie Fußgängerwege oder so? Würde ich gerne mal ein bisschen. Aber ich glaube, das können wir noch nicht, ne? Müllverwaltung. Gesundheitsfürsorge und Co. Könnten wir mal gucken, wie es aussieht. Ne, Klinik haben wir keine. Wenn wir die jetzt hier auf die Ecke setzen, geht das? Nein, weil da was weiß ich steht. So geht's. Noch nicht. Hauen wir sie so hin. Ne, Klinik, was haben wir hier? Eine Mülldeponie, Mülldeponie Flächenwerkzeug. Oh. Alter, ist die groß. Kriegen wir so hier rein? Aber wir haben eh Probleme damit, ne? Setz mal hier hin. Genau. Den Müll einfach alle hier in den Hang geschmissen. Können wir den hier oben drauf machen, so. Der ganze Berg Müll. Müll, Müll, Müll. Und noch mehr Müll. Halt, ich will ihm mal folgen. Oh, der fährt wirklich da rein. Nice. 0,31 von 20 Tonnen. Und damit fährt er jetzt hier hin und bringt die weg. Ein Ernst. Wenn ich mal wem folgen will, ne? Okay. Sehr schön. Oh, Gewerbe. Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Kriegen wir hier noch? Guck mal, kriegen wir das hier hin? So, ah, wir sind jetzt bei 50 Meter, ne? Immer wieder 60. Machen wir wieder 0. Straßenebene. So. Oh, keine Brücke, sondern Straße. Dankeschön. So, das hier alles voll. Da kann auch noch ein bisschen hin. Das hier lassen wir mal frei. Sehr schön. Baustelle. Oho. Ach, ist das schön. Ist das schön. Alle wollen sie immer nur da draußen. Und ich muss sagen, es läuft jetzt wirklich eine ganze Ecke besser. Für meinen persönlichen Geschmack, ja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, für meinen persönlichen Geschmack noch nicht 100% rund, aber es ist sehr viel besser und man kann es auf jeden Fall spielen jetzt, ja. Zumindest bis jetzt mit unseren, wie viel haben wir? Keine Ahnung, 257 Einwohnern. Mal gucken, wie das wird, wenn wir eine riesengroße Stadt haben. I don't know.
So, weil ich hatte noch nie eine große, riesengroße Stadt. Die größte, die wir hatten, war ja da die mit den 8000 Einwohnern am Anfang beim Release. Aber die ist ja Tschicht. Tschicht aus dem Paulanergarten. Wie war das, ne? Die lassen wir mal außen vor. So. Sehr gut. Cat in a Cabin. Breitstraße 402. Was ist schon dabei? So, was haben wir hier? Amselstraße. Wartet auf Leichenwagen. Da haben wir keinen, ne? Müllverwaltung, weil es gibt keinen. Ah, doch, hier, ne? Friedhof. Jo. Ah, das ist auch so ein Riesenbomber, ey. Warum sind die alle so riesengroß? Schließen. Kleines Dorf. Dankeschön. Oh, sehr schön. Aber ich mag Friedhöfe eigentlich nicht. Eigentlich will ich lieber Mausoleum. Für eine wichtige Person. Der Friedhof wird zu einer Attraktion für Touristen. Kann ich das noch da anschließen? Okay. Mehr will ich jetzt nicht. Welcher Tourist will denn bitte auf den Friedhof? Das habe ich ja noch nie gehört. Also ich würde mir nicht auf dem Friedhof irgendwas angucken wollen. So. Ich meine, wo ist es? Ich glaube Istanbul, ne? Hagia Sophia, oder? Der riesengroße Kuppelbau, der mal eine orthodoxe Kirche war. Dann war es, glaube ich, eine Moschee. Ist es jetzt im Moment ein Museum oder ist es wieder eine Moschee? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und hat die überhaupt einen Friedhof drumherum oder daneben, ne? So, noch aus der christlichen Zeit. I don't know. Wo es noch Konstantinopel und nicht Istanbul geheißen hat, ne? I don't know. Das sind so Sachen, da müsste man eigentlich mal nachgucken, was es ist. Vielleicht weißt du es ja, dann kannst du uns aufklären. Auch wieder das in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin bei sowas immer sehr neugierig. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Wie ist das überhaupt im muslimischen Glauben, wenn da Leute sterben? Werden die auch beerdigt? Werden die nur verbrannt? Darf man sie nicht beerdigen? Oder was für Traditionen und Bräuche gibt es da? Keine Ahnung. Noch nie mit beschäftigt. Fragen über Fragen, die ich sehr, sehr spannend finde. So, die Kleinen, die kriegen wir dahin. Gewerbe haben wir da. Gibt es eigentlich auch schon größeres Gewerbe jetzt? Wenn wir größere Häuser haben? Nein. Meilenstein. Nur ein größeres Städtchen. Okay. Aber wir müssten hier wieder kaufen können, ne? Dann könnten wir nämlich jetzt hier weitermachen, doch. Guck mal, holen wir das. Eins. Zwei. Drei. Und dann nehmen wir noch hier. Vier. Den auch? Nein. Ich weiß gar nicht, wie viele wir kaufen können. Zur Not installiere ich mir direkt wieder die Mod, wo ich kaufen kann, was ich will. Juckt mich nicht. Du bedenkst, ne? Guck mal hier. Das hier, ja? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kacheln. Mit diesen 9 Kacheln konntest du damals, wann war es? 2015? Mit dem ersten Teil von City Skylines konntest du nur 9 Kacheln vollbauen. Das ist schon krass. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ey. Mit den ganzen Mods und so. Wo du freischalten kannst, was du willst. Der Wohnungsmarkt ist eine Katastrophe. Wo kann ich mich... Was? Kann ich mich beschweren? Ich würde ja gerne in dieser Stadt wohnen, aber es gibt einfach keine freien Wohnungen. Was ist los? Ja. Waren eine Menge Leute schneller als du. Das ist los. Jip, was war das? Warum ist der gerade schwarz geworden? Ja, nice. So. Problem ist nur, sind die jetzt miteinander verbunden? Das würde mich interessieren. Und wir müssen mal gerade gucken, ob das hier wieder alles gerade ist. Ist es nämlich nicht. So, nochmal Pinselstärke. Pinselgröße. Ich will nur hier die Ausläufer weg haben. Nein. Es können ja Berge bleiben, aber bitte nur so, wie ich das haben will. So, ich muss sauber da durchkommen, dann geht das. Die Ecke hier fehlt jetzt natürlich, ne? Ah, das ist wieder kacke. Guck
mal, hier könnte dann später die Brücke drüber gehen. Das lassen wir mal so. Das könnten wir eigentlich gut machen. Pass auf. Verbinden wir das schon mal so miteinander. Wieder 40 Meter hoch. Kann ich das auch irgendwie direkt auf Standard setzen wieder? Parallelmodus an, aus. Das haben sie auch schon direkt gemacht, ne? Braucht die vierspurige, nicht die Brücke. So. Mach ich das so? Nein, wenn ich die hier haben will, sagen wir mal so, kommt die. Jetzt brauche ich die hier, ne? Wo war's? Hier irgendwo. So. Und hier dran. So. Können wir das so lassen. Dann können wir hier nämlich ein schönes Wohngebiet hinzimmern. Und direkt mal gucken, ob die hier Strom und Wasser haben und so. Strom scheint da zu sein. Wasser wohl nicht. Warum? Haben die alle kein Wasser oder muss ich das dafür anmachen? Okay, die haben Wasser. Hab nichts gesagt. So, die haben kein Wasser. Müssen wir gleich gucken, was da los ist. Da geht nur Abwasser hin, ne? So, vierspurige Straße mit Blablabla. Ich glaube, wir machen ja auch direkt die vierspurige Straße hin. Dann gehen wir mal hier hinten lang. 90 bis hierhin, so. Ach. So. Das sollte eigentlich erstmal reichen für mittlere. Pass auf. Hier kommen jetzt nur mittlere rein. So, dann schauen wir mal, was daraus wird. Was haben die? Die haben kein Abwasser, die haben kein Wasser. Siehst du? Also das ist nicht miteinander verbunden hier. Gut, da müssen wir gucken, wie wir das verbinden. Das hier ist verbunden. Wasser geht bis hierhin, aber nicht hierhin. Warum wird das nicht miteinander verbunden? Dann kommen wir hier rüber. Kann ich das damit verbinden? Gar nicht. Ist das jetzt verbunden? Sollte es sein. Es läuft auf jeden Fall hier beides. Müssten sie jetzt haben. Okay. So, wie sieht's aus mit Strom? Nicht genügend Strom. Reicht das Stromkraftwerk nicht mehr? Stromverfügbarkeit. Jede Menge Strom ist verfügbar. Der geht nur wieder nicht darüber, ne? Der geht hier auch nicht durch, ne? Ne, der hört hier auf. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Kann ich die denn hier drüber machen? Oder geht das wieder nicht? Das geht wieder nicht wegen der Dingens. Wie kriegt man den Strom dahin, wenn ich fragen darf? Ich würde halt gerne Strom hier hin haben. Dazu bräuchten wir die Brücke, ne? Fortschrittsknoten, große Brücke, okay. Ach, das ist doch hier drin, oder? Garagengebäude, Parkhaus, große Brücke. Da hinten? Uff, so, schalt mal frei. Verfügbare Punkte 2 noch. Große Straßen, Schnellstraßen. Mach erstmal große Straßen. Anschlussstellen, große Brücke, okay. Das brauchen wir definitiv. Ich glaube, wir müssen das echt alles freischalten. So, kann ich das nicht unter Wasser machen? Das ist natürlich ärgerlich, ne? Jetzt müsste ich da extra ein Kraftwerk für hinsetzen, ne? Das kostet wieder gut Geld. Was machen wir da? Die ziehen dann direkt alle wieder aus, weil sie keinen Strom haben. Und ich guck mal, wir testen mal, ja? Wenn wir hier so ein Kraftwerk hinsetzen, bringt das was? Haben die jetzt Strom? Jetzt haben sie Strom. Dadurch haben sie direkt Strom. Okay. Dann ist das erstmal die Notlösung. Isidor Sauer. Der Look unserer verbesserten Wohnhäuser gefällt mir wirklich sehr gut. Aha.
zahlreiche offene Stellen im Industriesektor. PN an mich, falls mehr Info gewünscht. Aha. Dass unser Bildungssystem besser organisiert wäre. Kommt jetzt gleich, können wir gucken. So, wir haben noch keine Schule, ne? Höhere Schule, erstmal nur eine Grundschule. Ich würde sagen, die reicht. Die packen wir mal hier hin. So, da kommen die Leute gefahren. Ja, siehst du, die müssen nämlich jetzt notgedrungen hier rauskommen und von hinten. Weil keine Brücke da. Das ist dann unsere große Aufgabe, wenn wir die große Brücke haben, dass das hier rüber geht. Ich hoffe, das geht dann auch. Und dass er dann nicht wieder sagt, nö, so nicht. So nicht. So. Na, guck mal, jetzt wird sie wieder schwarz. Sind das etwa Grafikfehler? Muss echt mal gucken, obwohl das hat ja nichts mehr mit dem Spiel selber zu tun, wenn ich das umstelle. Von NV Inc. auf x264 für CPU, dass du da mehr FPS hast. Vielleicht gibt es auch nur einfach wieder einen neuen Grafikkartentreiber, wer weiß. Eine neue Version und ich habe noch die alte, müsste man auch mal nachschauen. Ah, so, guck mal, hier kann auch eine Sträßle hin. Sträßle. Oh, was hier? Dann können wir auf die Ecke mal Gewerbe machen. So. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich bin gespannt. So. Wenn du mich jetzt fragst, wie die Map hier heißt, keine Ahnung mehr. Müsste ich nachgucken. September, die Bäume werden gelb, richtig schön. Nice. Nice. So, ihr seid zufrieden oder durchschnittliches Vermögen? Reich. Stufe 1 von 5. Haben höheren Unterhaltungskosten, verbrauchen allerdings weniger Wasser und Strom und produzieren weniger Müll. Das Vermögen von Wogenbäumen hängt vom Arbeitsplatz und Berufsstand der Bewohner ab. Okay. Gut, hier können noch nicht so clevere Leute wohnen, weil wir haben ja keine Schule und nichts, ne? Jetzt könnte man die hier mal gerade versetzen, auf die Ecke genau. So, dankeschön. Wie viel sind da drin? 12 Leute. Dein Ernst? 12. Was gibt's hier Neues? Die ganz breiten Straßen. Aha. Aha. Achtspurig, sechsspurig. Lass mal gucken, ob das hier drüber gehen würde. Auch da meckert er. Bei der meckert er auch. Dann müssen wir mal gucken, wie das geht. Kannst du hier wirklich nur mit Tunneln durch dann? Weil dann könnten wir ja nirgendwo Brücken bauen. Guck mal, hier fährt was, da fährt was. Da mache ich garantiert noch irgendwas total verkehrt. Oder ist es ein Fehler im Spiel noch? Keine Ahnung, ein Bug. Straßendienste. Straßenwartungsdepot. Schade, umfasst Straßenreparaturen, Schneeräumungen. Dankeschön. Ich wollte das eigentlich gerade lesen. Und Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfällen kann mit einer zusätzlichen Garage für eine größere Flotte an Wartungsfahrzeugen aufgewertet werden. Okay. Da bin ich mal gespannt. So, was hier? Leichenwagen. Ja, der Weg ist jetzt natürlich weit, ne? Vor allem, weil die hier noch gar nicht miteinander verbunden sind. Die könnten wir auch mal miteinander verbinden. Ich zeige von hier aus so darüber. Zack. Also sonst müssen die immer hier komplett rausfahren. Hier hinten rum, hier rein und dann da lang. Jetzt können sie direkt hier in den Tunnel, dass sie hinten hinkommen. Wunderbar. Da ist die die Ampel. Straßenlaterne. Ich bin auch schon bescheuert. Nee. So, das haben wir. Industrie brauchen wir ganz viel. Da könnten wir auch ein bisschen was tun. Was sagt die Mülldeponie? Ich bin voll. Echt komisch, dass jetzt immer was Schwarzes ist. Okay. Ah, Verarbeitungsgeschwindigkeit. Gut. Gelagerter Müll in 3,5 von 71 Tonnen. Also die reicht noch locker. Die reicht noch locker. Zack, zack. So, ungefähr. Ein weiter, da. So. Industrie. Da. Zack.
Viel Spaß. Ich liebe City Skylines. Sehr schön. Die Schornsteine qualmen vor sich hin. Juhu! Dass die immer unser Wasser und Strom den Nachbarn verkaufen wollen, ne? Verstehe ich nicht. So, wie viele sind hier drauf? Na, guck mal, wenn wir rauszoomen jetzt. Wenn ich mich bewege, du siehst es, ne? Wird alles schwarz. Lustig. Warum? 15 Verstorbene drin. Okay. Das ist ja interessant. Jetzt ist es nah. Okay, da war wieder ein Lag. Aber es wird ja wieder normal, das geht. Was ist hier los? Zufrieden. Tatort. Mhm, hier wurde ein Verbrechen begangen. Haben wir denn schon? Ah, Feuerwehr und Polizei haben wir jetzt auch. Gut, dann müssen wir natürlich mal loslegen hier. Machen wir das hier hin. Und machen wir das hier hin. So. Alter, das ist ein Riesending hier, die Polizeistation. Echt. Das ist der Hammer. Warum ist die so groß? Wer wäre voll klein, weißt du? Guck mal hier, no parking. Alles zugeparkt. Geil. Typisch. Typisch. So, wie sieht's aus hinten? Die Bucht wird auch schon schön kackerwasserbraun. Gefällt mir. Sehr gut. Noch ein paar Häuschen? Wie wär's? Gerne? Das hier, Industriespezialisierung. Ah, für Lebensmittel und so, ne? Richtig. Ganz große können wir jetzt schon. Ja, auch mal geil. Gucken wir mal, was da rauskommt. Wasser wird gleich bestimmt knapp. Pass auf. Wasserverfügbarkeit, Wasserhandel. Abwasser. Abwasser passt, aber Wasser selber ist zu wenig. Könnten auch mal einen hier hinterstellen, noch so einen zweiten. So. Der freut sich. Wenn wir hier einen Wasserturm hinstellen oder was? Haben wir eigentlich so Parks? Parks und so ein Zeug. Transport, Parks und Erholung. Nein, haben wir noch nicht. Könnten schon wieder Teile kaufen. Robert Wohlfahrt. Aha, was will er denn? Was will Robert Wohlfahrt? Büro für Volkszählung. Gar nichts, er ist nicht mehr hier. Die Daten zeigen, dass die Leute häufiger als sonst sterben. Der Grund dafür könnte eine Zunahme der Verkehrsunfälle sein oder es liegt schlichtweg an der schlecht organisierten Gesundheitsfürsorge beziehungsweise den unzureichenden Feuerwehr- und Rettungsdiensten. Ja, die haben wir jetzt neu gebaut. Keine Angst. So. Ah, hast du gesehen? Da fuhr die Müllabfuhr hier überall. Nice. Urkriminalität? Bitte was? Wir haben doch Polizei. Es wird echt Zeit für eine Brücke. Also wenn du weißt, wie man hier Brücken baut, ja, dann sag's mir. Ein Steinmonolith, der seine Umgebung verändert und bereichert. Walter Pines. Okay. Interessant. Was ist das denn? Industriespezialisierung. Und hier, was haben wir hier jetzt? Wie sieht's überhaupt aus? Boah, voll viel. Alles nur gelb. Alles nur. Das heißt, wir können überhaupt keinen Steinberg bauen, so machen. An einem beliebigen Ort. Okay, und hier Erze. Darüber habe ich natürlich überhaupt nicht nachgedacht, weil wir haben ja keine Brush hier, um Erz und Kohle und so weiter hinzumalen, ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so schlimm. Was ist denn hier los? Hier könnte... hier könnte man schön dann die Agrarindustrie hinmachen, ne? Wenn die alles schon so schön vorgeben. Genau, was wollte ich sagen? Richtig, ich weiß ja nicht, ob hier immer noch so ist wie im ersten Teil, dass dann auf einmal Kohle und Erz und so weiter leer sind. Weil dann macht das auch nicht viel Sinn. Dann baust du dir eine tolle Industrie mit auf und zack, alles leer und die geht vor die Hunde, ne? Das ist auch dämlich. So. Sieht's hier aus?
Ja, kommt direkt hier hinten hin. Wir wollen ja, dass unsere Umgebung bereichert wird, ne? Pack mal den mal so da dran. Naja, hübsch ist was anderes, muss ich sagen. Plus 3 Wohlbefinden in einem Umkreis von 750 Metern. Durchschnittliches Vermögen bescheiden. Okay. Aber ein Jacuzzi oben drauf, weißt du? Boah, da gehe ich jetzt rein. Schee. Gut, 1160 Leute. Nice. Sehr gut. Ja, dann hoffe ich, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.